heute gibt's Sommer, Sonne, Strand, gotische Bauten, mittelalterliche Ruinen und schöne Wälder, die preußische Provinz Pommern, Teil 3 der Ostgebietreihe nach dem Intro. Heute geht es um die preußische Provinz Pommern, der dritte Teil der Ostgebietreihe. Und bevor wir einsteigen, will ich ganz kurz ein paar Daten zu Pommern sagen. Pommern ist eine der nördlicheren Provinzen Preußens. Es liegt an der Ostsee. Die Provinz hat eine Gesamtfläche von ungefähr 38.000 Quadratkilometern. Und nahezu die komplette Fläche der Provinz erstreckt sich über die Ostsee. Das heißt, das ist ein riesen Ostseestrand. Sehen wir hier auf der Grafik. Also ist alles Strandgebiet. Es gibt zu Pommern noch eine Sache, über die wir auch mal reden müssen. Denn Pommern gehört zu den Gebieten, die nach dem Zweiten Weltkrieg unter polnische Verwaltung gestellt worden sind. So, jetzt ist bei Pommern nur eine Besonderheit vorhanden. Es ist nämlich so, wir hören ja immer von der sogenannten Oder-Neiße-Linie. Na? Das heißt, wir haben immer gehört, sei es im Geschichtsunterricht in der Schule, sei es in Büchern, in Dokumentationen, dass alles, was östlich der Oder und der Neiße verläuft, an Polen bzw. an Russland abgetreten werden musste. Jetzt sehen wir aber hier auf der Karte, sehen wir, wo die Grenze tatsächlich verläuft. Und ihr könnt auch, da empfehle ich euch, schaut euch mal Karten im Internet an, da seht ihr das auch. Eigenartigerweise haben wir in Pommern eine kleine Ecke um die Hauptstadt Stettin drumherum, so ums Stettiner Haff, wo die Grenze verläuft. Da sieht man, dass Stettin, dieser Stettiner Zipfel, dass der eigentlich auf dem westlichen Oderufer liegt. Und ich habe keine Quelle finden können, die erklärt, warum Polen Territorium bekommen hat, was auf dem westlichen Oderufer liegt, obwohl es immer heißt Oder-Neiße-Linie, also Oder ist die Grenze mit der Neiße als Verlängerung im Süden und alles, was rechts davon liegt, ist polnisches bzw. auch russisches Staatsgebiet geworden. Die Teile, die eigentlich westlich der Oder lagen, außer diesem Stettiner Zipfel, sind nach dem Zweiten Weltkrieg bei Deutschland geblieben, also zunächst in der DDR, dann später beim Zusammenschluss wurde das heutige Bundesland Mecklenburg-Vorpommern. Das heißt, Mecklenburg besteht aus den Staaten Mecklenburg-Schwerin und Mecklenburg-Strelitz und dem Teil von Pommern, der bei Deutschland geblieben ist nach dem Zweiten Weltkrieg. Und da würde ich sagen, fangen wir mal mit ein paar Gebieten an. Kommen wir zu einer der bekanntesten Städte, die es in der Provinz Pommern gibt. Einer sehr beliebten Urlaubsstadt, einem sehr beliebten Urlaubsreiseziel, nämlich Swinemünde. Swinemünde ist eine klein bis mittelgroße Stadt, je nachdem wie man das sieht. Also die Stadt hat ungefähr 40.000 Einwohner. Das variiert mal ein bisschen nach oben und nach unten. Und sie liegt genau an der Grenze zwischen der BRD und Polen.
Wie man hier sieht, hier sind überall diese Grenzschilder aufgestellt. Kann man, das heißt, einfach problemlos zu Fuß einfach mal über die Grenze marschieren, spazieren gehen. Ja. Swinemünde vereint die Eigenschaften einer modernen Touristenhochburg mit der einer Industriestadt. Denn es hat insgesamt drei Häfen. Es hat einen Hafen für die zivile Schifffahrt, für die Industrie und es hat auch einen Militärhafen. Wie man hier auf den Bildern schön sehen kann. Es hat außerdem eine sehr sehenswerte Innenstadt. Es gibt viele alte Gebäude, schöne Gegenden, wo sich die Touristen aufhalten. Und es ist, wie gesagt, ja, es ist eine Touristenstadt, hauptsächlich im Sommer. Menschen, die da Strandurlaub machen, sehen wir gleich auch noch. Es gibt auch mehrere Leuchttürme. Der Leuchtturm hier mit diesen Windmühlenblättern, der ist so eine Art Wahrzeichen der Stadt geworden. Es gibt auch noch andere Leuchttürme, wie ihn hier. Da haben wir ein Luftbild über die Stadt. Im Hintergrund ist die Ostsee sehr schön zu erkennen. Hier noch ein Luftbild, auf dem man sieht, wie die Swine in die Ostsee mündet. Swinemünde hat außerdem auch noch ein paar schöne Parkanlagen, wie wir hier sehen können. Wir haben einen Park hier. Da ist noch ein Bild, da fand ein Konzert statt oder irgendeine Theateraufführung kann auch sein. Hier noch ein Parkbild. Ja, und dadurch, dass Swinemünde eine Touristenstadt ist, ist natürlich die gesamte örtliche Infrastruktur auf Tourismus ausgelegt. Es gibt Ressorts. Hier haben wir Bilder zu einem typischen Ressort in Swinemünde. Es gibt sehr schöne Hotels. Jede Menge Restaurants. Es gibt auch Cafés und Clubs. Und es ist natürlich hauptsächlich, wie bereits erwähnt, bekannt für seinen Strand. Na, man sagt nicht umsonst zu Swinemünde, es ist das Rimini Polens, ja, so wird es auch heute gerne bezeichnet. Swinemünde war schon immer eine Touristenhochburg für Badegäste. Es hatte aber auch aufgrund seiner Lage eine strategische Bedeutung. Ich habe gerade erwähnt, es gibt einen Militärhafen. Im Zweiten Weltkrieg gab es da einen U-Boot-Hafen und es gibt ein preußisches Fort. Das preußische Fort ist recht gut erhalten. Das ist heutzutage ein Museum, das man besichtigen kann. Das waren jetzt ein paar Bilder vom Außenbereich. Und jetzt sehen wir hier noch ein paar Bilder vom Innenbereich. Das ist übrigens die Wohnung des Kommandanten. Und hier haben wir zwei preußische Soldaten. Das hier könnte ein Soldat in der Zeit des Ersten Weltkriegs sein. Es ist aber auch möglich, dass das ein Soldat von vor 1871 war. Das kann ich jetzt nicht genau sagen. Ja, vielleicht kann das einer von euch genau identifizieren. Wie gesagt, Swinemünde ist auf jeden Fall eine Reise wert. Wenn ihr gerne Urlaub an der Ostsee macht,
Wenn ihr auf die Insel Usedom möchtet, dann kann ich euch Swinemünde nur wärmstens empfehlen. Kommen wir als nächstes zu der Stadt Kolberg. Kolberg liegt direkt an der Ostseeküste und hat ungefähr 45.000, 46.000 Einwohner, sowas in dem Dreh. Und es ist eine sehr beliebte Touristenstadt. Zum einen, weil es da auch einen sehr schönen Badestrand gibt. Zum anderen ist Kolberg aber auch eine Kurstadt. Ja. Hier haben wir mal einen kurzen Blick auf die Altstadt von Kolberg. Da gibt es jetzt nicht so arg viel zu sehen. Es gibt in der Stadt selbst auch ein paar Sehenswürdigkeiten. Das sind dann meistens historische Bauten. Da fangen wir auch gleich mal an mit dem Kolberger Lundenturm, hier von einem Park aus gesehen. Das ist ein Gebäude aus dem Mittelalter. Ich möchte jetzt nicht zu sehr auf die einzelnen Gebäude eingehen, denn das würde das Video zu lange machen und es wird wahrscheinlich ohnehin wieder extrem lang. Also, wie gesagt, das hier ist der Lundenturm von Kolberg, ein Gebäude aus dem Mittelalter. Wenn es euch interessiert, könnt ihr euch ja drüber im Internet informieren. Hier nochmal ein Bild von dem Lundenturm direkt von vorne fotografiert. Ein weiteres sehr imposantes Gebäude von Kolberg ist das Kolberger Rathaus. Wie wir hier sehen, ist das ein sehr pompöses Gebäude. Ich denke, dass das auch gotischer Baustil ist. Denn das Interessante ist, diesen gotischen Baustil, den finden wir in Pommern nahezu überall. Ja, wir haben in ganz Pommern diese gotischen Bauten in Verbindung mit Bauten bzw. auch Überresten aus mittelalterlichen Befestigungsanlagen. Eine weitere Sehenswürdigkeit von Kolberg, das ist hier der Leuchtturm mit Blick über den Hafen. Der Fluss, den wir hier sehen, vor dem Leuchtturm mit den Schiffen, das ist übrigens die Persante. Das ist ein Fluss, der durch Kolberg läuft. Hier ist noch ein Bild von dem Fluss, hier mit so einem kleinen Springbrunnen drin, mit so einer Beleuchtung, sieht sehr schön aus. Hier haben wir eine Luftaufnahme von Kolberg mit Blickrichtung auf die Ostsee. Und dann kommen wir natürlich auch gleich, wenn wir schon dabei sind, kommen wir zum Strand. Es ist, wie gesagt, ein sehr beliebtes Urlaubsreiseziel. Die Stadt lebt gewisserweise vom Tourismus. Da haben wir noch ein Strandbild. Das hier ist ein Blick auf den Strand mit einer Seebrücke. Diese Seebrücke ist insofern sehr bekannt, als dass sie zu den längsten Seebrücken, ich meine in ganz Europa sogar, zählt. Die ist 200 Meter lang. Da haben wir es nochmal ein bisschen aus einem weiteren Blickwinkel aus der Luft. Hier sehen wir die Strandpromenade. An der Strandpromenade befinden sich auch viele Lokale. Ich habe hier jetzt mal so ein Beispiel. Das ist so ein bisschen verspielt, sieht so ein bisschen altertümlich aus. Erinnert so ein klein wenig an die Hafenpromenade von Gdingen, wenn ihr euch erinnert. Ich habe ja gerade auch erwähnt, dass Kolberg auch eine Kurstadt ist. Hier ist eine Luftaufnahme auf das Kurhaus. Na, da sehen wir mal ein Hotel. Und was auch ganz, ganz wichtig ist, dadurch, dass es eine Kurstadt ist,
verfügt die Stadt auch über therapeutische Angebote, wie beispielsweise Salzgrotten. Ich habe jetzt mal ein paar Beispiele für Salzgrotten in Kohlberg mal mit eingefügt. Seht euch das mal an. Ist sehr schön gemacht, finde ich. Ja, dann ein bisschen außerhalb von Kohlberg haben wir was ganz Besonderes, nämlich die Traum- und Themengärten mit Riesenlabyrinth in dem Dorf Kordeshagen. Das sind Gärten, das ist eine Gartenanlage, da gibt es keine Worte. Die ist traumhaft schön und auch in verschiedenen Themenbereichen gestaltet. Wenn ihr mal da seid, besucht das auf jeden Fall mal. So, kommen wir zur Hauptstadt der Provinz Pommern, nämlich zu Stettin. Stettin ist eine Stadt mit knapp 400.000 Einwohnern und liegt, wie ich bereits eingangs des Videos erwähnt habe, am westlichen Oderufer, wodurch, wie bereits gesagt, mir selbst ein bisschen unklar ist, warum diese Stadt überhaupt unter polnische Verwaltung gestellt worden ist. Vielleicht kann der eine oder andere von euch da mal recherchieren und würde mich, wie gesagt, mal brennend interessieren. Wir fangen mal an mit einem Blick in die Altstadt. Also wir sehen hier Bauwerke so aus der Zeit des Klassizismus müsste das sein, wenn wir uns das anschauen. Es ist auch eine sehr alte Hansestadt. Das hier ist der Augustusplatz. Das ist so, ja, so ein freier Platz, so ein Sammelpunkt in Stettin. Stettin hatte auch eine mittelalterliche Bauanlage, eine mittelalterliche Befestigungsanlage. Wir sehen hier das Königstor. Das ist ein altes Stadttor, was noch aus der Zeit übrig geblieben ist. Und zu dem Königstor gibt es ein paar ganz interessante Fakten. Es ist, wie gesagt, ein Tor, ein Stadttor, was noch von der alten Festungsmauer stammt. Hier sehen wir nochmal ein Bild vom Königstor von der Seite aufgenommen. Und das Interessante an diesem Königstor ist, dass es überall mit irgendwelchen Reliefs verziert ist. Ne? Wir haben hier einmal Herkules. Und wir haben hier einmal den Kriegsgott Mars. Und was sehr spannend ist, schaut euch das mal an. Das ist am Königstor der preußische Adler. Wir sehen hier noch die Initialien FR für Friedericus Rex. Und darunter, und das habe ich so auf noch keinem anderen preußischen Adler gesehen, ein W. Also wenn mich nicht alles täuscht, müsste das W doch bestimmt für Wilhelm stehen. Also es würde mich nicht wundern, wenn hier dieses, ja, wie soll ich sagen, dieses Relief, dieses Wappen, wenn sich das Wilhelm der Erste machen lassen hat. Ja? Wir sehen auch, wenn wir uns das mal genau anschauen, sehen wir noch ein paar andere interessante Dinge. Und zwar einmal sehen wir unterhalb des Adlers, sehen wir einen Orden, einen alten preußischen Kriegsorden. Das ist das sogenannte Pour le Mérite. Das ist dieses Kreuz, was an dieser Kette hängt, quasi unterhalb von dem Adler. Wenn er von dem Federschwanz nach unten schaut, ja, habt ihr ja diesen Anhänger. Und dieses Kreuz, was ihr da seht, das ist das sogenannte Pour le Mérite. Das ist aber nicht das Einzigste. Schaut euch mal an, was wir hier ringsrum sehen. Vor allem, was wir da ganz oben sehen. Wir sehen hier überall
ja, sieht so ein bisschen aus wie mittelalterliche antike Kriegswaffen. Wir sehen hier einen Helm, noch einen Helm, wir sehen ein paar Schilde. Was ich aber sehr spannend finde, wir sehen auch mehrfach auf dem Bild, das Symbol dürfte der eine oder andere von euch vielleicht kennen, diese Axt, die so aussieht, wie als wenn sie in irgendwelche Holzstäbe eingebunden wäre. Ne? Also das ist so ein Axtkopf, ne? Und der ist aber nicht an einem Stab, ne? Sondern der ist quasi wie in so ein Bündel voller Holzstäbe eingebunden. Und das sehen wir einmal oben links unterhalb von der Krone und dann beispielsweise aber auch noch mal so auf 15 Uhr, ne, wenn er genau hinschaut. Und dieses Symbol, und jetzt kommt's, ist ein Symbol der italienischen Faschisten unter Mussolini gewesen. Und rechts neben der Krone, dieser Köcher mit den Pfeilen, den sehen wir auch, Moment, den sehen wir hier unten auch nochmal. Also der ist auch ein paar Mal abgebildet. Ja, hier oben auch noch. Aber interessanterweise auch direkt rechts oben neben der Krone. Ja, links, wie gesagt, diese komische Axt, die als italienisches Faschistensymbol gilt, was sie ja auch war. Und rechts der Köcher mit den Pfeilen. So, jetzt muss man dazu sagen, dass Pfeile ein Symbol der spanischen Faschisten unter Franco war. Und es ist auch bei den Spaniern heute noch so. Also spanische Neonazis, Rechtsextremisten nutzen auch heute noch dieses Symbol mit den Pfeilen, ja, wie beispielsweise die spanische Phalanx. Ich glaube, La Phalanx España nennen die sich. Das ist eine spanische Kleinpartei, die sich in der Tradition der spanischen Faschisten unter Franco sieht. Ja, also es ist schon interessant. Wir haben hier ein Ding, ein Wappen, ein Relief, was ganz offensichtlich nicht am Originaltor war, sondern was aller Wahrscheinlichkeit nach Wilhelm I. Da nachträglich hinbauen lassen hat. Und sehen direkt, wenn wir uns das Ding anschauen, links neben der Krone das Symbol der italienischen Faschisten und rechts neben der Krone das Symbol der spanischen Faschisten. Als nächstes wäre das Gebäude mal interessant, erwähnenswert. Das ist die Stettiner Petrikirche. Die Petrikirche hat deswegen eine besondere Bedeutung, weil es die erste christliche Kirche in Pommern war. Das hier ist das Stettiner Rathaus. Ja, beziehungsweise das Gebäude wird heutzutage als Rathaus genutzt, war aber ursprünglich der Provinzlandtag der preußischen Provinz Pommern. Hier sehen wir den Siebenmantelturm. Auch das ist genau wie das Königstor noch ein Überbleibsel aus der Stadtbefestigung. Zu diesem Turm, ja, da gibt es ein paar Geschichten, ein paar Mythen. Ein König soll seine Töchter da eingesperrt haben. Es gibt noch ein paar andere. Recherchiert mal, wenn es euch interessiert. Also, ja, wobei da nichts wirklich verifiziert werden konnte. Hier sehen wir das Stettiner Schloss. Hier haben wir mal einen Blick von der Innenstadt auf das Schloss. Stettin ist wie gesagt eine Hansestadt, deswegen zeige ich euch hier auch noch mal ein Bild vom Hafen. Hier noch mal ein älteres Bild vom Hafen um 1900. Es ist aber auch eine Stadt, die heutzutage ja in der Moderne angekommen ist. Das ist ja ganz klar. Ich zeige euch mal Bilder von der Stettiner Philharmonie. Das ist ein Gebäude, das ist noch gar nicht so alt. Hier von außen.
Hier haben wir von innen den Eingangsbereich. Ja, und das ist jetzt einer der verschiedensten Konzertsäle. Also, es ist eine Stadt, die durch verschiedene Epochen gegangen ist, ne? Mit 400.000 Einwohnern auch eine recht große Stadt und ist die Hauptstadt der Provinz Pommern, ja, der preußischen Provinz Pommern. Und ja, wie gesagt, das Eigenartige ist, es liegt auf dem westlichen Oderufer am Stettiner Haff. Wieso das letzten Endes dann doch unter polnische Verwaltung gestellt wurde, kann ich nicht sagen, woran das liegt. Wie gesagt, da müsste mal genau recherchiert werden. Kommen wir nun zur Stadt Köslin. Köslin ist eine etwas größere Stadt mit ungefähr 108.000, 109.000 Einwohnern. Und ja, es ist eine Stadt, die hauptsächlich durch Bauten aus dem Mittelalter beziehungsweise auch wieder Bauten in diesem gotischen Baustil bekannt ist. Und ja, also so arg viel gibt es über die Stadt nicht zu sagen. Ja. Ich zeige euch hier gerade mal den Marktplatz, das Zentrum. Da sieht man, das besteht hauptsächlich aus neueren Gebäuden. Das ist der Tatsache geschuldet, dass Köslin im Zweiten Weltkrieg völlig zerstört war und man beim Wiederaufbau der Stadt eher den Fokus auf Funktionalität gelegt hat wie auf Optik. Und das prägt natürlich auch heute noch das Stadtbild. Ich zeige euch hier mal, hier habt ihr eine Luftaufnahme. Das in der Mitte ist die Kathedrale. Das ist ein Gebäude, was in diesem gotischen Baustil errichtet wurde. Hier nochmal ein separates Bild. Ein weiteres Gebäude, was in diesem gotischen Baustil errichtet wurde, das ist hier die Hauptpost von Köslin. Also ich meine, das ist schon sehr beeindruckend und pompös, ja. Was auch sehr bekannt ist, das ist die sogenannte Getraudenkapelle. Das ist das Gebäude hier. Das ist ich meine, achteckig. Ja, ein achteckiges Gebäude, eine kleine evangelische Kapelle. Hier sieht man es nochmal auf der Rückseite. Auch hier gotischer Baustil. Dann haben wir hier noch ein Überbleibsel aus der mittelalterlichen Stadtmauer. Es gibt auch ein paar naturbelassene oder ja, künstlich angelegte Eckchen, so Naherholungsgebiete wie ein paar Parks, wie wir hier sehen. Wir haben hier einen Park, wo ein kleiner Bach durchgeht oder aber auch hier ein Park mit Blumen und einem Springbrunnen. Und so viel mehr kann man zu der Stadt eigentlich, so blöd sich das anhört, auch nicht sagen. Es ist aber nicht so, dass es in der Gegend um Köslin nichts gibt. Und zwar ein paar Kilometer weiter befindet sich der Jamunder See. Der Jamunder See ist ein Gewässer, was durch eine Landzunge, also von so einem schmalen Landstreifen, von der Ostsee getrennt ist. Das hier ist ein Blick auf den See. Und hier haben wir eine Luftaufnahme auf die Landzunge. Wir sehen hier zum einen den See und zum anderen die Ostsee. Das wiederum ist natürlich auch ein Touristenmagnet. Und zwar ist hier sehr bekannt das Dorf Großmöllen. Das ist
ein Dorf, was ungefähr 2200 Einwohner hat und was auch ein sehr beliebter Badeort ist, denn dieses Dorf ist quasi so gebaut, dass es von einer Seite an der Küste des Jamunder Sees liegt, zum anderen liegt es an der Ostseeküste, also weil es direkt auf dieser Landzunge liegt. Hier ist nochmal eine Luftaufnahme bei Sonnenuntergang. Es sieht schon sehr, sehr schön aus. Und hier ein Bild von der Strandpromenade. Ebenfalls im Umkreis von Köslin befindet sich das Arboretum oder bei Karnkiwitz. Ein Arboretum, für die, die es nicht wissen, das ist ein Stück Wald, was zu Forschungs- und Lehrzwecken angelegt worden ist. Da spiele ich euch mal ein paar Bilder ein. Wir haben hier den Eingangsbereich und ich lasse die Bilder auch hier einfach mal kommentarlos durchlaufen. Schaut's euch an. So, weil wir in Pommern ja oftmals in den Städten mit gotischen und mittelalterlichen Bauten zu tun haben, machen wir mal kurz einen Ausflug nach Lauenburg in Pommern. Nicht zu verwechseln mit Lauenburg in Schleswig-Holstein. Das ist eine recht kleine Stadt, aber auch die ist geprägt von gotischen und mittelalterlichen Gebäuden bzw. Gebäudeüberreste. Hier haben wir ein Bild von der Innenstadt. Hier noch eins, aber damit beschäftigen wir uns jetzt nicht so lange. Wir sehen hier die Kirche und hier das Rathaus. Wie gesagt, auch das wieder im gotischen Stil gehalten. Und hier noch zwei mittelalterliche Gebäude. Einmal den Turm. Hier nochmal jetzt aus näherer Ansicht die mittelalterliche Stadtmauer. Und das hier, das ist für uns auch als Preußen sehr interessant. Das ist ein Gebäude, das war früher mal eine Ordensburg der Deutschritter. Ne? Ihr erinnert euch, Deutschritter. Da hatten wir mal kurz in dem Video über Westpreußen einen kleinen Ausflug in die Geschichte mal kurz reingemacht. Und hier oben sehen wir Ausgrabungen. Also es wird auch in der Stadt, und das ist sicherlich in Pommern auch vielerorts so, auch noch aktiv nach Ruinen, nach Gebäudeüberresten gesucht. Wenn ihr euch für verschiedene Baustile vergangener Epochen interessiert, dann kann ich euch in Pommern nur die Stadt Stargard wärmstens empfehlen. Stargard ist eine Stadt, die, wie gesagt, über verschiedenste alte historische Bauten verfügt, unterschiedlichster Epochen, die auch in sehr unterschiedlichem Zustand erhalten sind. Teilweise sind es Ruinen, teilweise sind die Gebäude rekonstruiert, teilweise sind sie aber auch vollständig erhalten. Und da fangen wir hier mal an mit dem Eisturm von Stargard. Das ist ein voll erhaltener mittelalterlicher Turm. Weiter geht's über das gotische Bürgerhaus. Auch das ist erhalten. Da sind ein paar neuere Gebäude angebaut. Das finde ich persönlich nicht so schön. Ja, also ich finde, das verschandelt so ein bisschen die Optik, wenn man an so alte historische Bauten, ja, neuere Gebäude direkt dran klatscht. Aber okay, das ist in dem Fall so. Die Villa Karowow, die ist vollständig erhalten. Teilweise wird diese Villa auch als Schloss ausgegeben. Wenn
dann ist es nur ein sehr kleines Schloss, aber es ist auf jeden Fall ein historisches, erhaltenes Gebäude. Als nächstes haben wir das Protzenpalais. Das wurde rekonstruiert. Hier haben wir das Pyritzer Tor. Das ist ein Gebäude, was noch aus dem Mittelalter stammt. Es war Gegenstand der alten Stadtmauer, also ein Zugangstor zur Stadt. Hier kommen wir zum Rohlederpalais. Das wurde wieder rekonstruiert. Dann das Schloss Stargard. Das ist nur noch eine Ruine, ne? Sieht man. Was vollständig erhalten ist, das ist jedoch das Schützenschloss, wie wir hier auf dem Bild sehen können. Dann haben wir hier das Stargarder Mühlentor. Auch das ist ein Tor aus dem Mittelalter. Hier sehen wir ein Überbleibsel von der mittelalterlichen Stadtmauer. Hier nochmal ein anderes Foto von der Stadtmauer. Als nächstes kommen wir zum Rathaus. Das ist so bautechnisch im Renaissance-Stil gehalten. Hier nochmal ein anderes Foto vom Rathaus. Und zu guter Letzt, wir sehen hier den Marktplatz mit der Kirche. Also wie gesagt, mag sein, dass ich hier noch das ein oder andere Gebäude vergessen habe, aber diese Stadt ist sehr reichhaltig an vielen historischen Gebäuden, die auch noch, wie gesagt, in ganz unterschiedlichen Zuständen vor Ort erhalten sind. Warum das so ist, warum es da so viele Schlösser gibt, Palais, Villen etc., das liegt daran, dass Stargard eine Residenzstadt der früheren Herzöge von Pommern war. Und die Stadt stand auch immer so ein bisschen in Konkurrenz zur Hauptstadt Stettin. Also das war immer so ein Kulturenkampf zwischen Stettin und Stargard. Und ja, wie gesagt, es war eine Residenz des pommerschen Hochadels und daher die vielen prachtvollen Gebäude über die unterschiedlichsten Epochen. Die Stadt, die wir uns als nächstes anschauen, ist die Stadt Stolp mit ihren ungefähr 90.000 Einwohnern. Also das ist ein altes Foto, was wir hier sehen. Ich schätze so Anfang 1900. Also das ist ein Foto, das stammt, so wie es für mich aussieht, aus der Zeit vor dem Ersten Weltkrieg. Hier sehen wir ein Bild von der Altstadt. Worauf wir aber auch hier schauen wollen oder in erster Linie schauen wollen, sind die historischen Gebäude. Und da sehen wir hier den Hexenturm von Stolp. Das ist ein Überrest aus der mittelalterlichen Befestigungsanlage. Und der Hexenturm heißt deswegen Hexenturm, weil das ein Gebäude ist, in dem ja tatsächlich Menschen gefangen gehalten wurden, die im Mittelalter der Hexerei beschuldigt waren, und in diesem Gebäude ja dann auch auf ihren Prozess beziehungsweise dann auch auf die Hinrichtung gewartet haben. Hier nochmal der Hexenturm aus einer anderen Perspektive. Es gibt noch ein paar andere mittelalterliche Gebäude, vor allem Stadttore. Das hier ist das Mühlentor. Hier sehen wir das neue Tor. Und eine ganz besondere Augenweide in dieser Stadt ist auch hier das Rathaus. Auch hier ist das im gotischen Baustil gebaut. Hier eine Außenaufnahme. Hier in Stolp haben wir vom Rathaus aber auch Innenaufnahmen. Wie beispielsweise hier vom Eingangsbereich. Schaut euch das mal an. Ich finde das sehr schön mit diesen Gemälden an der Wand. Dieser
geschwungene Bogen hier im Eingangsbereich. Also das ist sehr schön. Ja, hier haben wir so einen Tagungsraum. Hier noch einen. Ich weiß nicht, aber wenn ich das sehe, wenn ich diese Bilder sehe, auch von diesem Tagungsraum, da fühle ich mich so ein bisschen in eine andere Zeit zurückversetzt. Weiß nicht, wie euch das geht. Das hier, das ist was ganz Besonderes. Das sieht so ein bisschen aus wie ein Gebäude im Gebäude. Also wir sind immer noch im Rathaus. Und das ist ein Räumchen, in dem die Turmuhr gewartet wird, ne? Also beziehungsweise auch eingestellt wird, ne? Habe ich so vorher noch nie gesehen. Ist ganz interessant, dass man da mal so ein Bild zu sehen kriegt. Hier sehen wir nochmal das Rathaus von der Stolpe aus gesehen. Die Stolpe ist der Fluss, der durch Stolp fließt und der Stadt, wie man unschwer erkennt, den Namen auch gibt. Hier nochmal ein Bild von der Stolpe aus der Hexenturm fotografiert. Hier nochmal bei Nacht mit einem Fachwerkhäuschen. Sieht auch sehr schön aus, wie ich finde. Und hier, das hier, das ist eine alte Wassermühle an der Stolpe. Das sieht auch sehr schön aus, auch im Fachwerkstil gehalten. So, ihr Lieben. Pommern hat natürlich auch sehr viel Waldfläche und auch sehr viel Strandgebiete. Und da wollen wir jetzt mal einsteigen und kommen hier zu was ganz Besonderem, nämlich dem sogenannten Krummen Wald. Und das ist eine Besonderheit. Ja, wir sehen hier überall diese geschwungenen Kieferbäume. Und da gebe ich euch gerade mal ein paar Daten dazu. Ja. Also der Wald liegt in der Nähe der Gemeinde Greifenhagen und ist ungefähr 1,7 Hektar groß. Also das ist das, was die Waldfläche beträgt. Der Name des Waldes geht auf ursprünglich 400 von diesen deformierten Kieferbäumen zurück. Die sind ca. 40 cm über dem Erdboden um 90 Grad gekrümmt und die Krümmung verläuft etwa 1 bis 3 Meter. Danach wachsen die Bäume wieder gerade nach oben. Ja? Wegen einem Schädlingsbefall und gewisser anderer Ereignisse stehen gegenwärtig allerdings nur noch 100 der ursprünglich 400 Bäume. Außerdem sind die Kiefern ungefähr zwischen 11 und 15 Meter hoch und ihr Alter wird auf 70 bis 80 Jahre geschätzt. Warum die Kiefern diese Krümmung haben, ist unklar. Es gibt dazu lediglich ein paar Theorien. Ja. Eine besagt beispielsweise, dass die Bäume absichtlich so geformt wurden, um sie später in der Holzverarbeitung besser nutzen zu können. Ja. Dann heißt es, dass die Form die Folge vom sogenannten Stockausschlag ist. Und beim Stockausschlag ist es so, da wird ein junger, triebfähiger Baum oberhalb vom ersten Trieb geschlagen, um aus den nachwachsenden Trieben Nutzhölzer zu gewinnen. Ja? Eine weitere Theorie besagt, dass im Zweiten Weltkrieg Panzer den Wald niedergewalzt haben und als die Bäumchen sich dann erholt hatten, die damals noch klein waren, soll diese Krümmung entstanden sein. Das ist allerdings recht unwahrscheinlich, weil im Zweiten Weltkrieg sind viele Wälder beschädigt worden, auch durch Panzer, durchs Niederwalzen. Aber letzten Endes haben wir diese Art von Krümmung nur bei diesen Bäumen. Ja?
Es gibt noch weitere Theorien, so wird beispielsweise gesagt, dass giftige Chemikalien im Boden des Waldes finden, dass sich da sehr starke Magnetfelder befinden. Und es gibt natürlich auch Legenden, dass es in diesem Wald spuken soll. Na, das dazu. Eine weitere landschaftliche Augenweide ist der slowenische Nationalpark, Entschuldigung, der slowinzische Nationalpark. Das ist ein Nationalpark, der vereint Waldfläche mit Strand und Meer. Und da lasse ich jetzt einfach mal die Bilder dazu durchlaufen. Schaut es euch einfach mal an. Ein weiterer Nationalpark ist der Nationalpark Wollin. Der Nationalpark Wollin befindet sich auf der gleichnamigen Insel. Auch hier haben wir Waldgebiete mit Strand vereint, aber auch sehr schöne Seen, wie wir hier sehen können. Auch hier lasse ich einfach mal die Bilder kommentarlos durchlaufen. Ja, da wir ja so viele mittelalterliche Gebäude hatten, zeige ich euch noch mal kurz ein paar im Zusammenschnitt. Wir haben hier die Überreste der Burg Daber. Das hier sind die Überreste von Burg Demmin. Hier noch mal Burg Demmin. Das hier ist das, was von Burg Morin noch übrig ist. Mitten im Wald, hier sehen wir nochmal die Überreste von Burg Morin. Dazu eine Treppe, die da hochführt. Das finde ich, das hat so was Schönes, ne? Also diese Steintreppe mitten im Wald, das hat was. Das hier ist eine Mauer von Burg Neuwedel. Hier sehen wir die Klosterruine Eldena bei Greifswald. Ich weiß, Greifswald ist nach dem Zweiten Weltkrieg bei Deutschland verblieben, aber es war auch ein ursprüngliches Gebiet von Pommern und es passt auch ganz gut hier rein. Deswegen haben wir hier ein Bild von der Klosterruine Eldena. Das hier ist die Kirchenruine Hoff, direkt an der Ostsee, auch in Pommern. Hier nochmal von der anderen Seite fotografiert. Und da haben wir nochmal ein Bild von der Stadtmauer in Stargard. So, und weil es so schön war, lasse ich zum Abschluss nochmal ein paar Impressionen von Stränden in Pommern durchlaufen. Schaut es euch einfach mal an und lasst diese Strände auf euch wirken. So, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Abonniert meinen Kanal, kommt auf unsere Telegram-Kanäle, die Links wie immer unten in der Videobeschreibung sowie am Ende des Videos nochmal angeheftet. Proklamiert, das ist ungemein wichtig. Ich sage danke, tschüss, bis dann.